Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute vor ungewohnter Kulisse, und zwar ich habe mich einfach mal ins Schaltwerk Schweigern, wie ihr da oben erkennen könnt, gesetzt. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen mittlerweile ist her auf Instagram ein Bild gepostet, wo ihr Fragen stellen konntet, die ihr mir schon immer mal stellen wolltet, wo ihr schon immer mal gehabt habt und wo ihr mich fragen wolltet. Und heute zu einem FAQ. Ich beantworte mal eure Fragen. Aber von weg, bevor wir anfangen mit den Fragen, mit euren Fragen, bevor ich die beantworte, will ich euch gerne noch was vorstellen. Und zwar könnt ihr euch vielleicht erinnern, schon längere Zeit her jetzt habe ich ein Video gemacht. Da waren wir in Beilstein auf den Trails von den Trailsurfers und haben ein Fotoshooting gemacht. Und da habe ich euch damals gesagt, dass wir das für ein Lokalmagazin machen. Und jetzt ist das Magazin rausgekommen. Und ich zeige euch das hier mal. Das ist das Prime Mountainbiking Magazin. Und ich habe da jetzt 3 Exemplare vom Stefan bekommen. Das ist der Chef von den Trailsurfers. Und genau, möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was da drin ist, weil es ist mega cool geworden. Und ja, die Arbeit von den Trailsurfers wird da so ein bisschen drin beschrieben und einfach die Region im Bottwartal. Und genau, ich würde euch das einfach mal kurz zeigen. Wir haben da einen 6-seitigen Artikel, der geht hier so los. Da haben wir schon die ersten Bilder drin, da bin ich aber nicht drauf. Und dann wird hier eben einfach diese Region, beziehungsweise ja, die Region einfach beschrieben. Da ist auch eine Karte mit drauf und so. Und auf der nächsten Seite, da bin ich auch mega stolz drauf, ist ein doppelseitiges Bild von mir im Magazin drin. Ich halte euch das mal an die Kamera, damit ihr da ein bisschen was seht. Also mega cool, da freue ich mich echt richtig drüber, dass da so ein großes Bild von mir drin ist. Und dass ich hier im Magazin bin. Und genau, ich finde es einfach mega cool, was die Trailsurfers da oben in Beilstein so alles so abziehen und was sie da alles auf die Beine stellen. Richtig coole Aktionen und auch Events, und eben die Trails sind einfach mega cool. Jedes Jahr kommen neue dazu. Und ich denke, das wird mit so einem Bericht hier in so einem Magazin einfach unterstützt, in so einer Bike-Zeitschrift. Und für euch, wenn ihr Interesse habt, das zu lesen, dann schaut einfach mal im Kaufland und auch in so Presseshops, also überall, wo man halt Magazine kaufen kann, sollte das ab jetzt verfügbar sein. Da könnt ihr auch gerne mal nachfragen, dann eben solltet ihr das nicht direkt im Regal finden. Und ihr könnt auch online beim Prime Mountainbiking Magazin, ich packe euch den Link mal in die Videobeschreibung, nachschauen. Da kann man, soweit ich weiß, das Magazin auch einzeln bestellen, falls ihr da Lust drauf habt. 6 Euro kostet da die Ausgabe. Wie gesagt, ist ein Bild von mir über eine Doppelseite drin und wirklich ein sehr gelungener, wie ich finde, und interessanter Bericht über die Trailsurfers und über die Arbeit und die Region dort. Und genau, lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt würde ich aber sagen, machen wir einfach weiter mit euren Fragen. Ich lege das mal zur Seite und guck mal nach meinem Handy. Und dann machen wir weiter mit euren Fragen, die ihr unter meinem Bild gestellt habt, wo ich nachgefragt habe. Und genau. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mit der ersten Frage an. Und zwar kommt die von Levin-2150. Der hat 2 Fragen gestellt und ich finde auch 2 richtig gute Fragen gestellt. Und zwar, die erste ist: Bist du auch offen, Hometrails von deinen Zuschauern zusammen mit ihnen zu testen? Und ja, ein sehr interessantes Thema. Ja, bei der ganzen Sache gibt es nur ein Problem, und zwar die 2-Meter-Regel in Baden-Württemberg. Wie ihr vielleicht beim Julian Vollweider, mit dem ich jetzt in letzter Zeit öfters unterwegs war, gesehen habt, wurde der belangt, weil er auf einem Trail gefahren ist und den auch gefilmt hat, wo unter 2 Meter war, und deshalb und aufgrund von dem Filmmaterial wurde er schlussendlich dann belangt, weil er eben illegal im Endeffekt gefahren ist.
Und das ist so ein bisschen die Geschichte da dabei, dass es halt schwierig ist für mich, Trails von euch zu filmen, wo im Endeffekt nicht legal sind. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, mein Hometrail ist die und die Strecke, wo offiziell ist, wie bei uns in Heilbronn die DAV-Strecke, dann komme ich da gern vorbei und dann könnt ihr mir auch gerne mal schreiben und dann gucke ich, wie das irgendwie reinpasst oder je nachdem, wie weit es auch weg ist oder nicht. Aber mit so selbstgebauten Hometrails im Wald, wo eben nicht legal sind, ist es halt immer so eine schwierige Sache, wenn ich das dann filme und hochlade und so und da noch Werbung mache. Und im Endeffekt kann es auch nach hinten losgehen und für euch dann schlecht sein, weil dann eure Trails einfach bekannter werden, mehr Leute fahren da drauf, es wird einfach Aufmerksamkeit erregt und die kann dann halt eben sich negativ auswirken und eure Trails werden vielleicht abgerissen, was ich schade fände. Ja, dann komme ich noch zur zweiten Frage von ihm und zwar, was denkst du, wie die Mountainbike-Szene in 10 Jahren aussieht, beziehungsweise wie sie sich in den nächsten Jahren entwickeln wird? Ja, auch ein sehr interessantes Thema. Also ich denke, dass eben alles sich auf Elektronisches wandeln wird. So ist mein Empfinden. Man sieht gerade, wie es sich weiterentwickelt. Es kommen elektronische Schaltungen. Magura baut jetzt einen neuen Lenker mit S-Coolab zusammen, wo diese komplette Bremseinheit, also das komplett Hydraulische im Lenker ist und man außen nur den Hebel hat und keine Züge mehr. Und solche Sachen einfach. Und dann die E-Bike-Szene wird halt, denke ich, sich einfach etablieren und immer weiterentwickeln und die E-Bikes werden wahrscheinlich so leicht werden wie unsere normalen Fahrräder jetzt und da einfach vom Gewicht wird sich einiges tun, denke ich. Also ich denke, es wird auf jeden Fall noch interessant und ich bin da echt gespannt, was alles Neues kommt. Aber ich denke, dass sich das alles so in die elektronische Richtung bewegt. Ja, genau. Dann hätten wir mal die Frage. Dann hat der Jonas.kae-88 gefragt, wie war dein Abi? Mein Abi war gut. Ich bin jetzt fertig, habe meine Prüfungsergebnisse bekommen und bin fertig, muss nicht mehr ins mündliche Abitur und ist im Grunde genommen echt gut gelaufen und ich bin echt zufrieden. Kann man so stehen lassen, denke ich. Ja, genau, da hat er noch eine Frage gestellt und zwar bekommst du vom Schaltwerk Schweigern, wo wir jetzt gerade sind, auch noch ein DH. Ja, erstens mal ein bisschen muss ich da, denke ich, auch mal was klarstellen und zwar, ich bekomme ja vom Schaltwerk Schweigern nicht einfach so ein Fahrrad, also das ist auch nicht so einfach. Ich habe jetzt ein Bike und da muss natürlich auch, denke ich mal, eine gewisse Gegenleistung einfach erbracht werden. Und außerdem habe ich im Moment auch eigentlich so von meinem Empfinden her gar nicht das Bedürfnis, ein zweites Rad zu brauchen, weil ich habe ein Firebird 29 und ihr wisst aus meinen Videos einfach auch, wie vielseitig dieses Fahrrad ist. Man kann Enduro-Trails fahren, ich bin bisher in jedem Bikepark geil mit dem Teil klargekommen und es geht einfach ab ohne Ende und deshalb habe ich gerade selber auch nicht so das Bedürfnis nach einem Downhiller und ja, genau. Mir reicht mein Fahrrad im Moment absolut aus für alles, was ich mache und deshalb bin ich da echt zufrieden damit. Dann schreibt der Jonas Münz 1, heißt er auf Instagram, schreibt, den kenne ich auch, servus. Abo-Treffen auf der DAV, meint er wahrscheinlich. DAV-Strecke in Heilbronn, meint er, ist schwierig. Ich habe da tatsächlich schon mit dem Joe, das ist der Chef, sage ich jetzt mal, von der Strecke gesprochen. Und es ist schwierig, weil dort keine Veranstaltungen erlaubt sind. Und im Endeffekt wäre ein Abo-Treffen wäre eine Veranstaltung und das ist eben nicht erlaubt auf der Strecke vom Verein aus und deshalb wird es schwierig, da ein Abo-Treffen zu machen. Organisiert es von mir, wenn ihr mich da mal trefft, zufällig oder so, können wir da gerne eine Runde miteinander drehen und sonst wegen einem Abo-Treffen könnt ihr auch mal schreiben, wer daran grundsätzlich interessiert ist, schreibt es mal in die Kommentare. Dann gucke ich mal, ob wir da irgendeine andere Location finden, keine Ahnung, der Felden oder sonst irgendwo, irgendwo bei mir in der Nähe halt. Und dann können wir da gern was auf die Beine stellen, aber auf der DAV ist eben nicht erlaubt. Ja, dann hat der Flaumau100 gefragt, wie stehst du zu gekauften YouTube-Abonnenten?
ja, ein Thema, wo ich mich eigentlich davon distanziere, weil ich da davon nichts halt, von gekauften YouTube-Abonnenten. Ich weiß nicht, was man davon Vorteil draus haben soll. Ich freue mich über jeden, der mich abonniert, und freue mich über jedes Level, das ich erreiche. So von 100 Abonnenten, 200 Abonnenten, da, jetzt haben wir 1400 erreicht. Auch jede kleine Grenze, da freue ich mich einfach drüber. Und wie gesagt, ich brauche mich da. Ich weiß, dass bei mir es mal das Thema gab mit den Abonnenten. Ich weiß auch nicht, an was das lag. Ich habe da wirklich keine Ahnung von. Ich habe innerhalb von 3 Tagen übers Doppelte an Abonnenten dazu gekriegt. Und ich weiß wirklich nicht, warum. Ich kriege von jedem Einzelnen, der mich abonniert und einen YouTube-Kanal sozusagen hat, auch wenn er inaktiv ist, kriege ich eine E-Mail, wo der Name dabei steht, hatte ich auf YouTube abonniert. Und da habe ich innerhalb von ein paar Tagen, ich glaube, über 800 E-Mails gekriegt mit irgendwelchen Namen, die ich selber teilweise gar nicht entziffern oder aussprechen konnte, habe ich da gekriegt und war selber mega erstaunt drüber. Ich glaube, mit dem Corby habe ich da auch eine ganze Weile drüber geschrieben, weil ich eben mir das auch selber nicht erklären konnte. Keine Ahnung, warum das so passiert ist. Und genau, also ich habe die auch genauso, wie ich sie dazu bekommen habe, eben von YouTube wieder gelöscht bekommen. Und ich habe da auch mit dem Reddit Official zum Beispiel, kennt ihr vielleicht auch, drüber geschrieben, mit Timo. Und der hat an dem gleichen Tag, wo YouTube dieses neue System rausgebracht hat, auch Abonnenten verloren. Und ich denke, dass das mit mir nichts zu tun hat und auch mit den anderen nichts zu tun hat. Die haben da alle selber nichts dran manipuliert oder irgendwas gemacht. Von daher, das waren einfach irgendwelche Fake-Accounts, irgendwelche Bots, wo jetzt gelöscht worden sind, und ich mache jetzt einfach so weiter. Und wie gesagt, ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich habe damit nichts zu tun, und ich glaube, mehr brauche ich da auch einfach nicht zu sagen. Dann hat der Unterstrich Max Duro Unterstrich gefragt: Hey Jonas, ich wollte fragen, wie man sich für das Enduro-Rennen bzw. auch andere Rennen bewerben kann. Ja, finde ich eine sehr gute Frage, die er hier gestellt hat. Und zwar gibt es da 2 verschiedene Arten an Rennen, sowohl im Downhill als auch im Enduro. Und zwar gibt es einmal die Lizenzrennen und dann die offenen Rennen für jedermann. Und bei den Lizenzrennen braucht man eben eine Lizenz, zum Beispiel die UCI-Lizenz. Da kann man dann die UCI-Rennen mitfahren. Wie man die kriegt, weiß ich aber selber nicht. Und dann gibt es Jedermann-Rennen, da kann sich einfach jeder anmelden. Zum Beispiel, da könnt ihr mal auf raceman.com gehen und da seht ihr alle Rennen. Da könnt ihr euch anmelden und alles eintragen, eure Daten eintragen und einen Account erstellen. Und dann seht ihr alle Rennen, oder auch davor, glaube ich, schon alle Rennen, wo man sich eben als Jedermann anmelden kann. Und genau, dann könnt ihr euch da einfach einen Account erstellen und könnt euch da anmelden. Bei der Scott Enduro Series zum Beispiel ist so, da kann man kann man sich auch nachmelden, so wie wir es gemacht haben. Da geht man hin und meldet sich danach und kriegt eine Startnummer. Das kostet dann meistens 10 Euro mehr oder so, wenn man sich nachmeldet, wie wenn man sich direkt anmeldet. Und genau, das ist eigentlich relativ easy. Bei den Rennen, da kommt es dann auch, sage ich jetzt mal, nicht drauf an. Da wird dann auch nichts kontrolliert, also ihr müsst dann eigentlich nichts mitbringen, euren Ausweis, und ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn ihr nicht 18 seid, dann braucht ihr meistens eine Einverständniserklärung von den Eltern. Es war bei Nico zum Beispiel so der Fall, der hat bei der Scott Enduro Series eine Einverständniserklärung gebraucht, weil er noch nicht 18 ist. Es war eigentlich ziemlich easy, denn seine Eltern haben einfach auf einem Blatt Papier geschrieben: Hier, er darf am Rennen teilnehmen, Scott Enduro Series, an dem und dem Tag, mit dem Datum, und haben unterschrieben, ja. Und dann akzeptieren die das auch, und dann könnt ihr auch so mitfahren, auch wenn eure Eltern da nicht dabei sind. Und wenn sie dabei sind, dann ist eh kein Problem. Also das ist eigentlich relativ easy, und dann könnt ihr da eben die Rennen mitfahren. Genau, also. Dann schreibt der Phoenix Paul Unterstrich: Warum fährst du mit Klicks? Das ist auch eine gute Frage. Ich werde da oft drauf angesprochen, warum ich mit Klicks fahre oder warum nicht mit Flatpedalen. Also erstens mal bin ich bevor ich Enduro gefahren bin, so wie ihr jetzt
meine Kategorien, sage ich jetzt mal, kennt und aus den Videos kennt, bin ich Cross-Country gefahren und bin von da eben schon die Kickpedale gewohnt. Außerdem habe ich meine ganze Fahrtechnik eben mit Kickpedalen gelernt. Das heißt jetzt nicht, dass die schlechter oder besser ist oder dass man einen Bunnyhop einfacher lernt mit Klicks als mit Flatpedalen. Das hat damit gar nichts zu tun, aber ich habe meine Fahrtechnik eben so gelernt und für mich wäre es jetzt ziemlich schwierig, auf Flats umzusteigen, zumal ich finde, dass die Klicks teilweise echt viele Vorteile haben, zum Beispiel auf ziemlich ruppigen Passagen, wo man ziemlich viele Schläge bekommt, da hat man einfach einen sicheren Halt auf dem Pedal, hat eine richtige Standfestigkeit, hat eine feste Verbindung zum Pedal und auch beim Springen, an irgendwelchen Sprüngen oder so, hat man einfach mehr Kontrolle in der Luft. So ist meine Meinung, aber ich finde, das ist immer eine ganz individuelle Meinung, auch von vielen Leuten, die ewig schon Flats gewohnt sind, zum Beispiel der Leo Kast, kann ich völlig verstehen, dass die mit Flats weiterfahren, die sind das einfach so gewohnt. Ich denke, das ist eine große Gewohnheitssache und von daher, genau, deshalb fahre ich mit Klicks. Der Phoenix Paul hat auch geschrieben, bist du dieses Jahr mal wieder in Albstadt? Albstadt ist ein sehr cooler Bikepark, war ich auch schon mal, habe ich auch schon ein Video gemacht, 2 Videos sogar, glaube ich, aber ich war noch einmal dort. Ist ein sehr cooler Bikepark, gefällt mir wirklich gut. Muss ich schauen, wie es dieses Jahr reinpasst, ob ich da, ist meistens ziemlich spontan, wenn wir irgendwo hinfahren. Aber nachdem ich jetzt gestern in Berfelden gestürzt bin und der Nico in Berfelden auch gestürzt ist und Berfelden jetzt so ein bisschen sturzverflucht ist, sage ich jetzt mal, denke ich, ist Albstadt demnächst eine gute Alternative und verfolgt da einfach mich vielleicht auf Instagram. Ich blende es euch hier irgendwo mal ein, mein Instagram-Account, und dann mache ich meistens am Tag vorher eine Story, wenn ich irgendwo im Bikepark bin und weil wir das eben ziemlich kurzfristig meistens machen und wenn ihr mich dann da seht oder vorbeikommen wollt, könnt ihr das gerne machen und gerne auf mich zukommen und mich ansprechen. Allgemein, wenn ihr mich im Bikepark oder irgendwo auch immer seht, kommt gerne zu mir, sagt Hallo, da freue ich mich immer drüber. Und genau. Dann hat der Rasto Racing hat gefragt, wie sollte man sich auf Rennen vorbereiten und was ist mit einem Canyon passiert? Also mein Canyon verkaufe ich im Moment, es hängt noch im Keller. Falls jemand Interesse hat, könnt ihr mir da auch auf Instagram schreiben oder so. Und wie sollte man sich auf ein Rennen vorbereiten? Also ich bin bisher nur ein Rennen gefahren, deshalb kann ich das nur aus der Erfahrung sagen. Meistens ist am Tag vorher Training und da müsst ihr halt aufpassen, dass ihr nicht zu viel macht. Macht euch da nicht kaputt. In Willingen zum Beispiel sind wir auch nur 2 Stages gefahren. Fahrt da nicht den ganzen Tag im Bikepark wie die Verrückten und fahrt euch im Grund und Boden, sodass ihr total ausgepowert seid und so, dass ihr eben für den Renntag genug Kraft habt. Fahrt nicht die ganze Runde ab. Wie gesagt, bei uns waren 2 Stages ziemlich weit weg. Die haben wir einfach nicht gemacht, weil wir gesagt haben, wenn wir da jetzt hintertreten, dann haben wir am nächsten Tag keine Kraft mehr da dafür. Und sonst auf dem Rennen immer was zu trinken, was zu essen mitnehmen. Bei uns stand in Willingen zum Beispiel, dass es eine Verpflegungsstation gibt. Wir haben sie aber nicht gesehen oder gefunden. Deshalb, wir waren auf unser Zeug angewiesen. Nehmt auf jeden Fall was zu essen und zu trinken mit. Und beim Enduro-Rennen ganz wichtig, also jetzt speziell fürs Enduro-Rennen, beziehe ich das jetzt alles hier. Was auch ganz wichtig ist, dass ihr euer eigenes Werkzeug dabei habt, weil im Reglement steht meistens bei den Enduro-Rennen, dass ihr eure Schäden an eurem Bike selber ohne fremde Hilfe beheben müsst. Und deshalb braucht ihr da eben Werkzeug. Also ich habe da einen Kettennieter dabei gehabt, ein Kettenschloss, einen Schlauch, auch wenn ich schlauchlos fahre, aber wenn man mal den Mantel nicht mehr dicht kriegt, dann macht man halt einen Schlauch rein, eine Pumpe, eine kleine, Reifenheber, ein Multitool und tatsächlich Flicken habe ich sogar auch dabei gehabt. Genau. Und halt eben was zu trinken und zu essen, das ist ziemlich wichtig. Dann hat der Nico HTS geschrieben, kommst du mal wieder nach Blaustein? Ja, er meint Blaustein in Ulm, soweit ich weiß. Ist es in Ulm? Ja, das ist in Ulm.
Blaustein war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht, auch wenn wir beim Wetter da waren, wo man eigentlich nicht Fahrrad fahren geht. Da lag noch Schnee und war noch teilweise gefroren. Also wir haben vor dem Sprung sogar Eis weggeschaufelt tatsächlich, damit wir da fahren konnten. War eine richtig coole Strecke. Wir sind aber fast 2 Stunden gefahren und das ist immer eine ziemliche Gurkerei dorthin. Also wenn es sich mal ergibt, komme ich da gerne nochmal vorbei, weil es eine coole Strecke ist. Es gibt halt leider, sag ich mal, nur 2 Strecken eigentlich und man muss hochschieben. Deshalb ist es, wenn ich von mir daheim extra hinfahre, ziemlich weit und dafür eben, sage ich jetzt mal, ohne Lift und so, ja, lohnt sich's einfach nicht so für mich, dorthin zu fahren, wenn ich zum Beispiel nach Bärfelden eine Stunde habe. Ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen. Das dürft ihr auf keinen Fall, meine ich auf keinen Fall böse. Also es ist auf jeden Fall eine coole Strecke und ihr leistet da echt geile Arbeit. Aber von mir ist es halt ziemlich weit entfernt. Aber wenn ich da mal wieder vorbeikomme oder auf dem Weg bin, komme ich da sicher mal wieder vorbei. Die ganzen Fragen, die ihr mir gestellt habt zu den Rädern, also zum Beispiel, was hältst du von YT Chassis, was hältst du von Cannondale und so, und irgendjemand hat noch gefragt, was hältst du vom Rose Pikes Peak, stand hier, kann ich überall nicht so viel sagen, da gibt es ganz viele verschiedene Ausstattungen mit Teilen, die gut sind, schlechter sind, und zu den Rahmen und zur Geometrie kann ich allgemein nichts sagen, weil ich die Räder nie gefahren bin und von daher kann ich euch nicht sagen, hält es oder wie lang ist die Lebensdauer von den Lagern oder keine Ahnung, wie gut ist der Rahmen, wie gut lässt sich das Fahrrad fahren, wenn ich es nicht getestet habe, kann ich da auch nichts oder will ich auch nichts dazu sagen. Ich kann immer nur sagen, ob es mir aussehenstechnisch gefällt, aber das ist Geschmackssache von jedem und deshalb macht es da eigentlich meiner Meinung nach wenig Sinn, euch da jetzt eine genauere Meinung abzugeben, zumal es da eben 1000 verschiedene Ausstattungen gibt. Genau, kommst du mal in den Bikepark Bärfelden? Ja, komme ich, war ich gestern. Habe ich auch dem Unterstrich Nikolas Böhmer, denke ich mal heißt es, Unterstrich 03, Unterstrich, Unterstrich. Der hat es gefragt, kommst du mal nach Bärfelden? Ich bin in Bärfelden öfters. Ich habe ihm sogar geantwortet, dass ich morgen da bin. Also vor 2 Tagen habe ich das geantwortet. Wir waren gestern dort. Hat richtig Spaß gemacht, wir sind leider beide gestürzt, ihr seht es demnächst im Video, das kommt dann in den nächsten Wochen. Ja, finde es ein geiler Bikepark, hat viele Strecken für das, dass es eigentlich ein kleiner Bikepark ist und macht deshalb ziemlich Spaß. Wie gesagt, ich bin da öfters mal einfach mal die Story auf Instagram verfolgen. Ich habe da so eine Stunde Fahrt hin, deshalb bietet sich das öfters mal an. Ja, dann hat der L-Loco-Mudhead noch geschrieben, welche Laufradgröße hat dein Pivot? Das Modell heißt Pivot Firebird 29 und ja, jetzt kannst du dir denken, was für eine Laufradgröße er das hat und genau, ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Als Abschluss noch der Fidugan und Punkt GRT hat noch geschrieben, hey Jonas, wollte einfach nur sagen, bist cool und mach weiter so. Das nehme ich jetzt als Abschluss, lese ich den Kommentar vor. Ich freue mich immer mega, wenn ihr sowas drunter schreibt und deshalb habe ich gedacht, nehme ich das hier mal als Abschluss mit rein. Es freut mich, dass dir meine Videos gefallen und dass du das feierst, was ich mache. Und schön, dass ich so weitermachen kann, dass es euch so gefällt. Und ja, da freue ich mich wirklich drüber, wenn ich sowas höre. Und auch wenn, mich haben jetzt in Bärfelden 2 Leute auch angesprochen, dass sie mich kennen und es freut mich auch immer mega. Also kommt einfach vorbei und sagt Hallo, da freue ich mich wirklich richtig drüber. Und sonst freue ich mich, wenn euch meine Videos gefallen. Und genau, vielen Dank auch nochmal an Schaltwerk Schweigern, wo wir jetzt hier sind, dass wir hier das Video oder dass ich hier das Video drehen durfte. Ich finde es eine ganz coole Kulisse für ein FAQ, könnt ihr auch mal drunter schreiben, hier vor der Werkstatt mal ein Video zu machen, fand ich echt ganz cool und finde es eine gute Kulisse und ja, vielleicht noch als kleines Special, im Schalltag Schweigern sind jetzt hier die neuen S-Club 7OX Griffe gekommen, die Endless Summer Edition, in so einem Mint
finde ich eine echt geile Farbe, passt nur leider vielleicht nicht so zu meinem Fahrrad, aber mal gucken, wir müssen die da mal dran halten. Ich finde sie mega cool und finde sie eine mega coole Farbe. Gibt es auch den Sattel passend dazu, falls ihr da Interesse dran habt, überlegt euch mal, mega cool, ich finde die Farbe übelst geil. Und ich denke, das war's mit dem Video, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, haut rein, macht's gut, ciao!